Weiter geht es mit einer neuen Folge Mafia 3, im letzten Part. Haben wir ein bisschen den Puff aufgemischt. Und wir sollen jetzt wieder zur Stimme, weil uns fehlen ja noch 30.000. Ach, 30. 3.000 Schaden. Schon. Lincoln, du bist ein erfreulicher Anblick. Ich habe die Mädels befreit. Alter, das war die Hölle. Tut richtig weh, wenn man sieht, was diese scheiß Hinterwäldler treiben. Sobald ich diesen Jackson in die Finger kriege, ist das Ding gelaufen. Merle hat dem ganzen Hollow Zuhälter. Er setzt drauf, dass die seine Verluste wieder reinholen. Wenn du die umlegst, wird er im Club aufkreuzen. Alles klar. Komm zurück, wenn du mit denen fertig bist. Ich kann dir bestätigen, dass Merle drüben im Club ist. Spüre dieses Patrouillen. Oh, Mirat. Schutz von Merle. So, jetzt mal kalt. Machen wir mal so eine Zuhälterkeit. Was willst du hier? Ja, Schaden zum erreicht, aber ich möchte noch den eliminieren. Auf geht's! Sobald du genug Schaden angerichtet hast, um den Gewinn eines illegalen Geschäfts auf Null zu senken, gehe entweder zu deiner Kontaktperson und frag sie, wie du den Boss erwischen kannst, oder erledige erst noch weitere Ziele. Ja, das haben wir jetzt auch vor. Du hast Merles Prostitutionsgeschäfte gestört und ihn hervorgelockt. Besuche die Stimme, dort bekommst du Informationen, wie du Merle erledigen und seine Geschäfte übernehmen kannst. Jo! Vorerst machen wir noch den anderen Typen kalt. Der sich wohl in diesem Hotel dort aufhält.
Gegnerisches Gebiet ist jede. Gegnerisches Gebiet ist jede Gegend, die von einem illegalen Geschäft kontrolliert wird. Ja, aber die Ganoven dort haben etwas gegen ungebetene Besucher. Bleib nicht länger, als du dort willkommen bist, sonst öffnen sie das Feuer. Jo. Wachposten sind Gegner, die Verstärkung herbeirufen. Ja. Zieh dich, sonst werd ich. Pass auf, du Arschloch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Tut aber nicht. Jetzt schon stimmen oder was? Guten Tag. Ich hab dir nichts zu sagen, Mann. Seht es, ja glaub ich's denn. Ich sehe prima. Der Schlampe gesagt, ich soll zusehen, dass sie meinen Führerschein erneuern. Okay. Ballette die ganze Zeit. Was soll denn das Mensch? Mit dir hier. Mit Geld. Du glaubst du. Bist was Besseres als ich? Bist nicht besser als ich? Hast du gehört? Gott verdammt! Ist heißer als die Hölle. Okay, suchen wir woanders weiter. Das ist ein bisschen Geld. Er schießt, um zu töten! Oh, meine Hinterkopf. Schrot finden, immer in Acht nehmen. Ich schnapp mir den Durchdruck. Überlebt. Die Ratte hat sich aus dem Staub gemacht. Irgendwann zeigst du dich. Oh, so kurz eine Info, diese Thompson hier und meine Shotgun auf der Pistole sind aus dem Vorbesteller-Pack. Vielleicht gibt's, kann man die auch später auch nochmal separat sich holen. Wäre auf jeden Fall nice für die, die es nicht vorbestellt haben. Den konnte ich noch nie leiden. Oh, hast du noch ein bisschen Kleingeld fallen lassen? Oder Munition? Kugeln, 25 Stück. Und dann sind wir hier fertig und gehen zur Stimme. Thank you.
So kann man sich noch ein bisschen extra Geld verdienen. So. Mal gucken, was er für Informationen hat. Lincoln, du bist ein erfreulicher Anblick. Marl hat sich drüben in Perlers Laden verschanzt. Hab gehört, er ist stinksauer. Die Fresse von dem Arschloch würde ich ja jetzt zu gern sehen. Nur damit das klar ist, sobald ich da drin bin, mache ich jeden Motherfucker platt, der mir in die Quere kommt. Den Schwein weint keiner eine Träne nach. Tu, was du für das Beste hältst. Wir sehen uns, Laveau. Erledige Müller Jackson. Fahren wir zum altbekannten Ort. In den Puff. Ne, Waffenfritzen anrufen, aber ich denke mal, das reicht hier. Da ist ein Gegner. Gibt's hier noch einen Hintereingang? Ich hätte zu gern meinen Kopf unter deinem Arsch, Mädel. Was wird geschafft? Steht draußen wieder einer? Was von dem Geld hier geben. Himmel, Herrgott, was? Schau dir die an. Komm mal her. Nichts gefunden. Hab gehört, er hat nicht nur alle Mädels erwischt. Er hat auch noch Doc umgelegt. Ja, der war mausetot. Scheiße.
Der Doc wird umgebracht, die Zuhälter da draußen werden umgebracht. Merle kriegt bestimmt einen Herzinfarkt, so angepisst ist er. Bloß ein Nigger, wie zäh kann der schon sein? Wenn er zurückkommt, machen wir ihm Feuer unterm Arsch. Jo. Wenn man halt noch keine schallgedämpfte Waffe hat, dann einfach durchballern oder Stealth versuchen mit einem Nahkampf halt. So, Geschäftsbosse töten. Um ein Geschäft zu übernehmen, schalte seinen derzeitigen Boss aus. Rufe danach deinen Unterboss an, damit er Verstärkung schickt, um das Geschäft zu sichern. Erledige Merle Trigger Jackson, um seinen Prostitutionsring zu sprengen. Noch einmal. Wie konnte ein verdammter Nigger unbekümmert hier durchspazieren? Sag's mir. Tut mir leid, Merle, aber ich war nicht mal hier. Ich sag's dir bloß. Der Penner hat einige unserer besten Mädchen mitgenommen. Die hätten einen Kürbis durch einen Strohhalm gesaugt, um an Drogen zu kommen. War nicht alles. Er hat auch noch Doc getötet. Scheiß auf ihn. Jeder Idiot kann mit einer Spritze umgehen. Aber jemanden dazu zu bringen, einen Schwanz zu verwöhnen, ist eine ganz andere Sache. Ja, mache ich. Fahren! Schon mal weißes Fleisch gekostet, Baby? Und was willst du machen, Nigger? Das. Ja. Pearls Nachtclub. Könntest bisher nur Cassandra zuweisen. Im späteren Verlauf auch den zwei anderen. Diese Redneck-Penner sind raus aus Perlas Laden. Sag deinen Leuten, sie sollen ihn sichern. Gut. Ich schicke ein paar Leute rüber zu dem Laden. Wenn du die Dixie-Schweine aus der Kirche verjagst, dann muss Richie reagieren. Aber 68 ging es dann Richtung Süden. Ich war dort bis 1986, da wurde ich befördert. Ich wurde stellvertretender Leiter der Abteilung für organisiertes Verbrechen und blieb beim FBI bis 99. Es gibt so viele Geschichten über Cassandra. Wurde als Kind gekidnappt, getötet und von einem Voodoo-Priester wiedererweckt. Oder hier, ihre Schwester wurde vergewaltigt und getötet. Sie erschoss ihren Vater und warf seine Leiche ins Moor. Man weiß nicht, was davon stimmt und was nicht. So ein wunderschöner kleiner Junge. Riesig großer Zeh in so schöne Blaue auf. Nach Haus hat unser Wasser gestammt, nicht weit im Wirbelsturm damals. Aber kaum Hoffnung, dass sich daran in nächster Zeit was ändert. Willi hat mir erzählt, dass er beim Saubermachen der Aussage ist der Kleine. Ich gebe nichts Vergleichbares in der ganzen verdammten Stadt. Die Stimme des... Squeamy Simi. Benutze die Squeaming Simi, um eine Gruppe von Gegnern zu ihrer Position zu locken. Die ersten paar gehen los aus, Nachschubwelt zu beim Waffenhändler. Ja, ja. Hallo. Könnten im späteren Verlauf nützlich sein. So, ich schnapp uns mal den Karren hier. Oh Gott! Ich rufe die Polizei! Ah, ruf sie doch. Jetzt müssen wir jetzt mit Donovan warten.
Gerade hat jemand einen Autodiebstahl im Hollow gemeldet. Falls eine Einheit in diesem Gebiet ist, fahrt doch mal vorbei und schaut euch das an. Warten wir mal auf Donovan. Hey, das ist ja eine Überraschung. Wollte mal frische Luft schnappen. Ja. Das Heroin, das von der Dixie-Mafia stammt, wird von da drüben ausgeliefert, von einem Charlie Kincaid. Aha, und alle anderen Dealer der Gegend drücken an ihn ab. Charlie hält sich so weit wie möglich raus aus allem. Du wirst ihm Druck machen müssen. Ich kenne ein paar von seinen Jungs. Wenn du die zum Reden bringst, erfährst du, wie du an ihn rankommst. Soweit ich weiß, interessiert sich Charlie nur für die Moneten. Er ist nicht so ein Fanatiker wie die anderen Dixie-Mafia-Arschlöcher. Wenn ich ihm also ein bisschen Honig aus dem Maul schmiere, arbeitet er vielleicht für mich und nicht mehr für Düste. Wenn ich an ihn rankomme. Gut möglich, dass ich was hab, das dir dabei hilft. Komm, ich zeig dir was. New Bordeaux läuft über normales Telefonnetz. Das sollte ein Kinderspiel sein, da ein Abwehrsystem zu installieren. Wenn du dieses Kästchen an einem öffentlichen Telefon anbringst, kann ich mir einen Überblick verschaffen, was für Geschäfte in der Gegend so laufen. Hast du noch mehr davon? Leider nein. Dinger sind ja allerstrengstens verboten. Aber wenn du mir ein paar aufbleibst, kann ich dir die ganze Stadt abhören. Okay. Scheiße, Verfluchte! Wenn diese Arschgeigen unbedingt unter Kommunistenschweinen leben wollen, warum ziehen sie dann nicht einfach nach Moskau? Wenn du mehr so Plakate siehst, bring sie mir. Scheiß drauf, nimm das nicht so ernst. Das sind totale Wichser, beschissene Verräter. Wir sehen uns, wenn wir uns Charlie schnappen. Geschäfte abhören. Um Geschäfte zu verwanzen, brich Verteilerkästen auf, die du überall in der Stadt findest. Ja. Und so müssen wir auch dann auch die Elektronikteile nutzen. Und wenn wir jetzt irgendwas verwanzt haben, so einen Kasten, zeigt es uns Ziel an Opposition von Sammelstücken, was sehr wichtig ist. Knacken wir mal. Schönen Tag noch. Durch Abhören erhältst du Positionen der Gegner auf der Minikarte, Sonderziele und Sammelobjekte. Naja, es ermöglicht dir zudem Geschäftsbosse anzuwärmen und dadurch mehr zu verdienen. Jupp. Ja. Richie ist nicht gerade begeistert davon. Er und Trigger waren sternhagelvoll. Jetzt muss er Georgie erklären, wie sein Mann das zugelassen hat. So eine Scheiße. Oh, wir sind jetzt Charlie Steeler Frau. Höre Informanten, um Informationen über illegale Geschäfte und ihren Bossen zu erhalten. Jo. Das hatten wir ja schon mit den Haitianern. Ich glaube, der alte Marcano weiß gar nicht, dass Georgie und Richie uns Age dealen lassen. Willst du derjenige sein, der es ihm verrät? Scheiße, bloß nicht. Wir halten uns ans Hollow. Und mach ihn fertig! Huh. Dreh um, Kleiner.
Bewegt sich auf. Er ist hier! Dann sind die von der anderen Seite vor! Dieses Stück Scheiße steht genau vor mir! And then Night of the Art. Er hat keine Munition mehr, mach den fertig! Wir haben ein schönes Grab. Schafft uns diesen. Hier Geld. Und ein Elektroteil. Treibt Vierfinger da in der Kirche. Drüben an der Kirche gibt es jede Art von Drogen. Wenn ihr sie zerstört, verliert der Boss eine ganze Menge Moos. So, wir können ihn jetzt töten, kriegen wir 500 sofort oder anwerben. Das bringt uns $1,000 zum Geschäft. Natürlich werben wir den Kann an. Nicht riskieren, dass du redest. Ach gut, jetzt haben wir so lange gebraucht, jetzt haben wir halt um den Murks. So, wir sollen jetzt Charlies Heroin zerstören und wie das ausgeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn es weitergeht mit Let's Play Mafia 3. Ich bedanke mich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über ein schönes Kommentar auch. Ja, würde ich sagen, bin ich raus für heute und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis später. Ciao.